Einen wunderschönen guten Winterabend. Wie schön, dass es so viele von euch zum netzpolitischen Abend geschafft haben. Der 44. netzpolitische Abend, der erste im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid alle gut hergekommen und kommt auch noch gut nach Hause nachher. Fährt die S-Bahn? Es ist Winter. Nein, sie fährt wahrscheinlich nicht mehr. Wir werden es sehen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Auch hallo an alle, die uns über den Stream zuschauen. Wie immer ein tolles Programm bei unserem netzpolitischen Abend. Den Anfang macht heute Alexander Sander, Geschäftsführer der DigiGuess, mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr 2015, ein kleiner netzpolitischer Jahresrückblick, beziehungsweise ein Rückblick auf das, was wir als Verein eigentlich so gemacht haben, wo wir uns mit beschäftigt haben im vergangenen Jahr. Der zweite Vortrag kommt von Christina Dinar von der Amadeo Antonio Stiftung, besorgte Bürger im Netz, und der dritte Vortrag von Regisseur Robert Wilde, Industrie 4.0 braucht Gewerkschaft 4.0. Allen, die jetzt gekommen sind, weil ich im Dezember angekündigt hätte, es würde auch um Nacktbilder gehen heute, sorry, ist noch nicht der Fall. Ihr habt jetzt gleich die Chance zu gehen. Unsere Referentin Joana Varon ist noch in Brasilien, ist auch schön. Die wird erst im März zum Thema, zur politischen Dimension von Safer Sexting sprechen hier. Sorry, aber der Rest des Programms ist natürlich auch super. Wenn ihr twittern oder sonst was machen wollt zum heutigen Abend, benutzt gern unseren Hashtag NPA044. Herzliche Einladung dazu, und dann geht's auch schon los mit dem DigiGuess Jahresrückblick. Herzlich willkommen, Alex. Dankeschön. Ja, also es handelt sich um einen Jahresrückblick über das, was wir als Digitale Gesellschaft e.V. im letzten Jahr so getrieben haben. Es wird jetzt kein stundenlanger Vortrag bis ins letzte Detail, sondern es geht um einige Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wir werden auch in den kommenden Wochen noch einen schriftlichen Jahresbericht auf unserem Blog veröffentlichen, wo das Ganze dann noch etwas detaillierter und mit entsprechenden Links für weiterführende Informationen veröffentlicht wird. Also tatsächlich jetzt einfach nur so ein kurzer Überblick über das, was uns insbesondere beschäftigt hat. Und natürlich auch dieses, beziehungsweise letztes Jahr 2015 wieder, war für uns das Thema Überwachung ein sehr großes Thema. Die Snowden-Enthüllungen sind ja jetzt doch schon etwas her. Dennoch gibt es immer noch eben entsprechende Folgen, mit denen wir da zu kämpfen haben. Allerdings ist es nicht so, dass wir, oder beziehungsweise dass die Bundesregierung versucht, oder dass man in Europa versucht, eben diese geheimdienstlichen Spähexzesse irgendwie einzugrenzen. Ganz im Gegenteil, Geheimdienste in Deutschland werden weiter aufgerüstet, BND, Verfassungsschutz kriegen mehr Kompetenzen, es geht darum, mehr herumzuschnüffeln, und darüber hinaus wird ihnen auch weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, was wir natürlich auch entsprechend kritisiert haben. Wir haben zum Beispiel Demonstrationen veranstaltet, hier sieht man, wie wir gemeinsam mit anderen Gruppierung am rechten Bild BND an die Kette legen. Das war gegenüber mehrere Wochen, wo sich Aktivisten getroffen haben, vor allen Dingen organisiert vom Was-Tun-Bündnis, dem wir da auch an dieser Stelle nochmal danken wollen, die sich immer wieder, ich glaube am Samstag, getroffen haben, um eben den BND an die Kette zu legen. Oder eben auch die Landesverratsdemos. Also auch hier sieht man eben, dass seitens der Bundesregierung mit sehr merkwürdigen Mitteln reagiert wird auf Kritik. Schlussendlich ist es ja nochmal halbwegs gut ausgegangen, aber dennoch sehr, sehr merkwürdiges Verhalten. Wir haben natürlich darüber hinaus auch verschiedene Blogbeiträge, Analysen und so weiter und so fort verfasst. Wie gesagt, das alles bei uns auf dem Blog zu finden. Darüber hinaus wurde die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt. Das ist ja auch ein Thema, was uns seit jetzt über 10 Jahren schon beschäftigt. Zwischendurch mal vom EuGH kassiert, aber auch das hat die Bundesregierung nicht daran gehindert, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Auch da haben wir verschiedene Demonstrationen durchgeführt. Wir haben zum Beispiel auch sehr viele Briefe an Abgeordnete geschrieben, haben auch im Vorfeld des SPD-Parteikonvents auch nochmal dezidiert SPD-Abgeordnete angeschrieben. Das hat dazu geführt, dass einige Abgeordnete immerhin gegen die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten gestimmt haben. Nichtsdestotrotz
ist das Gesetz verabschiedet worden und wir haben jetzt wieder eine Vorratsdatenspeicherung. Ich denke, auch hier wird im Jahr 2016 dann dem Ganzen nicht kampflos zugestimmt. Also es wurde ja schon angekündigt, dass hier auch da wieder entsprechende Verfassungsklagen auf den Weg gebracht werden. Inwieweit sich dann der EuGH möglicherweise wieder damit auseinandersetzen muss, wird man dann sehen. Darüber hinaus, weil das natürlich nicht reicht, hat man sich dann auch noch darauf verständigt oder ist gerade im Moment dabei, sich auf europäischer Ebene dabei darüber zu verständigen, eine weitere Vorratsdatenspeicherung einzuführen, nämlich die von Reisedaten. Auch da haben wir deutschlandweit dagegen demonstriert. Hier ein Bild von, vom Flughafen Tegel. Es geht darum, dass eben Reisebewegungen, die man mit dem Flugzeug unternimmt, überwacht werden sollen. Also bis zu 60 Einzeldaten werden eben pro Flug, pro Passagier gesammelt, darunter eben Kreditkarteninformationen, Zahlungsinformationen, Name, Adresse, klar, Passinformationen, aber eben auch solche Informationen über den gesundheitlichen Zustand eines Reisenden oder eben Essenswünsche. Und das soll eben gespeichert werden, bis zu 5 Jahre lang bei allen Flügen, die innerhalb der Europäischen Union stattfinden oder eben zu Flügen, die in die EU reingehen oder aus der EU raus. Also eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Und es haben eben Demonstrationen in ziemlich fast allen großen Städten in Deutschland an Flughäfen stattgefunden. Und hier eben ein Beispiel aus Tegel. Es ist jetzt so, dass der Innenausschuss des EU-Parlaments sich mit dem Ministerrat, also das sind die Regierungen der Mitgliedstaaten, Ende Dezember auf einen Kompromisstext geeinigt hat, wo man eben einen Weg gefunden hat, wie man diese Vorratsdatenspeicherung organisieren will, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen. Es geht eben darum, eine 5-jährige Vorratsdatenspeicherung von eben diesen Reisedaten einzuführen. Und es ist damit zu rechnen, dass jetzt entweder schon im Januar, 18. bis 21. Januar ist, glaube ich, die Sitzung in Straßburg im EU-Parlament, darüber abgestimmt wird. Also es gibt jetzt noch für euch die Möglichkeit, eure EU-Abgeordneten zu kontaktieren und dort eben zu versuchen, zumindest möglicherweise noch ein Nein eben zu dieser Vorratsdatenspeicherung auf den Weg zu bringen. Es wird aber auf jeden Fall Anfang des Jahres abgestimmt und möglicherweise wird dann eben eine entsprechende weitere Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Auch hier bleibt es dann 2016 natürlich spannend, wie dann weiter damit verfahren wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich auch mit dieser Vorratsdatenspeicherung ein Gericht auseinandersetzen wird. Ein weiteres großes, wichtiges Thema, was uns im letzten Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigt hat, war das Thema Netzneutralität. Im Kern geht es darum, dass eben im Netz alle Daten gleich behandelt werden sollen, unabhängig vom Absender, Empfänger und Inhalt der Daten. An diesem Prinzip soll gerüttelt werden. Es geht eben darum, sogenannte Spezialdienste anzubieten. Das bedeutet eben, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, um einen ruckelfreien YouTube-Stream zum Beispiel zu bekommen, extra zu bezahlen müssen oder einen ruckelfreien Musikstream oder was auch immer. Gleichzeitig müssen natürlich dann auch die Anbieter von solchen Diensten an die Provider nochmal einen gewissen Obolus abdrucken. Also es geht im Grunde darum, ein Provider-Subventionsgesetz auf den Weg zu bringen. Es haben da über Jahre hinweg intensive Debatten weltweit stattgefunden. Auch in Amerika zum Beispiel hat man sich intensiv mit der Netzneutralität auseinandergesetzt. Dort hat man dann aber allerdings in letzter Sekunde relativ netzneutralitätsfreundliche Regulierungen auf den Weg gebracht. In Europa hat man das nicht geschafft, obwohl das EU-Parlament anfangs einen vergleichsweise netzneutralitätsfreundlichen Text abgestimmt hatte, ist dann in den Verhandlungen eben wieder mit den Mitgliedstaaten, mit dem Ministerrat davon abgerückt worden. Man hat sich dann eben mit dem Ministerrat darauf geeinigt, die Netzneutralität im Grunde abzuschaffen. Das wurde auch abgestimmt und jetzt ist man derzeit eben in der Phase, zum einen die Netzneutralität tatsächlich abzuschaffen. Also die Telekom hat damit sozusagen einen ersten Vorstoß gemacht und hat eben schon angekündigt, eben solche entsprechenden Spezialdienste einzuführen. Wir haben da vor vielen Jahren mal einen Telekom-Remixer ins Leben gerufen, der wurde dann lustigerweise wieder intensiv bedient, nachdem die Telekom angekündigt hatte, entsprechende Spezialdienste anzubieten.
Es wurde da gesagt, dass es ja für Startups überhaupt kein Problem ist, irgendwie einen kleinen Betrag zu bezahlen dafür, dass dann eben bestimmte Dienste zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern ruckelfrei hingebracht werden. Wie gesagt, bei Telekom hilft, kann man sich diesen Remixer anschauen, gibt es ganz lustige Bildchen. Und jetzt beschäftigen sich eben die vor allen Dingen die europäische Regulierungsbehörde, aber auch die nationalen Regulierungsbehörden damit, wie denn jetzt eigentlich diese Verordnung, die da jetzt in Europa abgestimmt wurde, tatsächlich ausgelegt wurde. Also jetzt geht es darum, bis zum Juni finden jetzt Stakeholder-Kommunikationen statt. Also auch wir sind da jetzt mit eingeladen, auch wir werden daran teilnehmen. Verschiedene andere NGOs, ETRI, European Digital Rights, unser Dachverband und andere NGOs aus Europa sitzen ja jetzt eben meistens irgendwo in Brüssel oder eben dann hier auch in Berlin oder vielleicht auch mal in anderen europäischen Städten und versuchen eben mit diesen Regulierungsbehörden gemeinsam einen Weg zu finden, wie jetzt diese Verordnung tatsächlich ausgelegt werden soll, weil an vielen, vielen Stellen ist diese Verordnung durch diese vermeintlichen Kompromisse, die da gefunden wurden, relativ schwammig. Jetzt muss das Ganze irgendwie definiert werden, was denn das tatsächlich bedeutet. Im Juni soll dieser Prozess dann abgeschlossen sein und dann wird diese BEREC da, also diese europäische Oberregulierungsbehörde, sozusagen der Chef der Bundesnetzagentur, dann als Text zusammengeklöppelt hat, nochmal für eine öffentliche Konsultation zur Verfügung gestellt, also von, wenn ihr alle in der Sommerpause seid, zwischen Juni und August, da sitzen wir dann wahrscheinlich da und werden dann halt vor allen Dingen an dieser öffentlichen Konsultation dann auch nochmal mit teilnehmen. Da seid ihr auch jetzt schon aufgerufen, das euch mal im Kalender irgendwie ein bisschen vorzumerken, dass ihr dann halt irgendwie zwischen Juni und August bei uns zumindest mal auf dem Blog vorbeischaut und sagt, was wir euch da für Tipps geben, wie ihr euch vielleicht in diesem Konsultationsverfahren einbringen könnt, denn das wird dann nochmal sehr, sehr wichtig eben, wie dann tatsächlich eben diese Netzneutralität in Europa umgesetzt wird. Darüber hinaus, selbst wenn dann diese Regulierungen alle gefunden sind, gehen wir trotzdem davon aus, dass hier die ein oder andere Klage dann auch nochmal vor den Gerichten ausgestritten wird. Denn wie gesagt, die Formulierungen sind sehr, sehr schwammig zum Teil. Und da wird es sicherlich noch ganz interessant sein, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ein auch aktuell noch sehr wichtiges Thema ist die WLAN-Störerhaftung. Ein Thema, was uns auch schon seit dem Jahr 2012 sehr intensiv beschäftigt. Wir haben im Sommer 2012 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag veröffentlicht. Es geht darum, dass eben Menschen ihren WLAN-Zugang frei, unverschlüsselt, ohne Hürden zur Verfügung stellen können und eben mit anderen teilen können. Das Problem ist, dass das momentan nicht so leicht funktioniert, denn es gibt eben diese WLAN-Störerhaftung. Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel mein WLAN freigebe und dann darüber über diesen offenen Zugang eine Urheberrechtsverletzung begangen wird, dass ich dann abgemahnt werde und mit diesen Konsequenzen leben muss. Dagegen gehen wir vor, weil es für uns halt auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum man dann für irgendwas belangt werden soll, was man gar nicht gemacht hat. Diese Debatte, wie gesagt, beschäftigt uns jetzt auch schon seit fast vier Jahren. Den Gesetzesentwurf, den wir eben zur bedingungslosen Abschaffung dieser WLAN-Störerhaftung vorgestellt haben, wurde auch schon zweimal im Bundestag behandelt, im Jahr 2013. Und im Jahr 2014 wurde er jeweils von den Oppositionsparteien eingebracht und allerdings immer von den entsprechenden Regierungsparteien abgelehnt. In der veröffentlichten digitalen Agenda der Großen Koalition wurde das Thema dann aufgegriffen. Man hat gesagt, man möchte gerne an dem Zustand der WLAN-Störerhaftung etwas machen. Das hat man dann auch getan. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Vorschlag vorgestellt, der allerdings die WLAN-Störerhaftung im Grunde, so wie sie ist, zementiert und noch mehr Rechtsunsicherheit schafft als bisher vorgesehen. Die großartige Idee der Bundesregierung ist, dass ein offenes und freies WLAN mit einem Passwort geschützt werden soll. Also es soll verschlüsselt sein, mit einem Passwort geschützt werden. Das dient dann aus welchen Gründen auch immer der Datensicherheit. Und darüber hinaus
wird auch noch angeregt, eine Vorschaltseite zu installieren. Also das bedeutet, dass wenn man sich dann in dieses offene und freie WLAN mit einem Passwort eingeloggt hat, dann kommt noch eine Seite, auf der dann steht, man möge sich doch bitte an geltendes Recht halten. Da klickt man dann auf OK und dann wird alles gut. Also das ist jetzt der aktuelle Vorschlag der Bundesregierung, der eben jetzt auch schon in erster Lesung im Bundes-Dezember diskutiert wurde. Es gab auch eine Anhörung im Ausschuss dazu. Das Interessante ist, dass hier fast alle Vertreter, die da geladen waren, vor allen Dingen die europarechtliche, eine europarechtliche Kritik an dem Vorschlag der Bundesregierung hatten, denn so wie das die Bundesregierung plant, widerspricht es gegen die E-Commerce-Richtlinie, eben vor allen Dingen, weil diese Hürden da eingebaut werden und hier eben dieses Provider-Privileg, was ja sonst eben zum Beispiel für die Telekom gilt, weil die Telekom wird ja nicht abgemacht. Also irgendwas ist hier mit dem... das mag ich nicht. Ja, wie gesagt, es gibt ja grundsätzlich eben dieses Provider-Privileg, eben zum Beispiel Telekom, Vodafone, wer auch immer, der eben einen Internetanschluss zur Verfügung stellt, der wird ja dann nicht abgemahnt, wenn da eben bestimmte Rechtsverletzungen über diesen Anschluss stattfinden. Wir fordern eben, dass es für alle, die sozusagen Anschluss zur Verfügung stellen, gilt und sehen da eben auch das Europarecht auf unserer Seite. Wie gesagt, die Debatte läuft noch, also auch hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das ist übrigens auch noch interessant, vielleicht noch vorher. Wir haben im Rahmen eines, also es gibt ein TRIS-Notifizierungsverfahren, ohne da jetzt irgendwie groß ins Detail zu gehen, im Großen und Ganzen haben wir der Kommission einen Brief geschrieben, haben gesagt, das, was die Bundesregierung hier vorhat, verstößt gegen EU-Recht und die Kommission sieht das, also die EU-Kommission sieht das tatsächlich genauso und hat dann eben auch nochmal die Bundesregierung aufgefordert bzw. angeregt, dass die Bundesregierung hier nochmal über dieses Gesetz drüber schauen sollte und die entsprechenden Änderungen vornehmen sollte. Also auch hier sieht man, dass dann eben durch solche recht juristischen Kniffe durchaus nochmal Bewegung in so eine Debatte kommt, möglicherweise dann auch tatsächlich nochmal Änderungen vorgenommen werden können. Was ihr machen könnt, ist zum Beispiel einen Brief zu schreiben. Es gibt da hier eben entsprechend, gemeinsam mit Freifunk zusammen, haben wir da hier so einen Brief zusammen entworfen. Ihr könnt natürlich den Text ändern, also ihr müsst euch ja jetzt nicht an unsere Vorlage halten, aber hier sind auf jeden Fall in diesem Brief die wichtigsten Argumente aufgeführt und dann könnt ihr hier auch dann euch links zusammenklicken, an welchen Abgeordneten ihr das schicken wollt. Das könnte vielleicht auch nochmal ganz hilfreich sein. Es könnte nochmal ganz hilfreich sein, wenn auch die Abgeordneten im Bundestag vor der Abstimmung wissen, dass es da viele Leute gibt, die sich um dieses Thema kümmern. Auch ein sehr wichtiges Thema für uns ist das Thema Urheberrecht. Auch hier beschäftigen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren mit einer Reform des Urheberrechts, haben da eine proaktive Kampagne auf den Weg gebracht. Recht auf Remix heißt die. Im Rahmen dieser Recht auf Remix Kampagne ist jetzt auch ein Museum entstanden, ein Online-Museum, wo man eben Exponate direkt auf der Seite museum.rechtaufremix.org sehen kann. Da werden bestimmte Remixe vorgestellt, es gibt Interviews und ähnliches, also schau da mal vorbei, das ist ganz nett. Und uns geht es eben im Kern darum, dass eben diese Forderung, das Recht auf Remix, gesetzlich verankert wird. Interessant ist, dass wir durch unsere Aktivitäten dann jetzt auch kürzlich vom Bundesverfassungsgericht geladen waren. Hier geht es um ein Sample, was 2 Sekunden dauert. Sabrina Settlor hat von Kraftwerk einen 2-Sekunden-Schnipsel geklaut, heißt es, benutzt in einem Lied. Und jetzt klagt man seit, ich glaube, 13, 15 Jahren irgendwie, also seit 13 Jahren streiten sich auf teilweise höchstgerichtlicher Ebene eben darum, ob diese 2-Sekunden-Schnipsel jetzt eben ein Problem darstellen oder nicht. Am Anfang hat man sich über das Urheberrecht gestritten, dann hat man festgestellt, okay, Urheberrecht ist jetzt hier an der Stelle vielleicht ein bisschen blöd bei 2 Sekunden,
Aber es gibt eben noch das Recht, dass, verkürzt gesagt, dass wenn ich einen Tonträger herstelle, dann habe ich sozusagen das Recht daran, also als Investitionsschutzmaßnahme, dass ich dann eben wieder das Recht habe, andere Leute zu verklagen, wenn sie diese 2-Sekunden-Schnipsel nehmen. Deswegen setzen wir uns eben auch darüber hinaus, das haben wir auch in der Stellungnahme und auch eben dann vor Ort vom Bundesverfassungsgericht nochmal deutlich gemacht, für eine Fair-Use-Klausel ein, dass also insbesondere bei nicht kommerziellen Werken solche Mechanismen nicht greifen. Und wie gesagt, dann muss man auch grundsätzlich mal eben in Frage stellen, bei so 2-Sekunden-Schnipsel tatsächlich noch irgendwie, also die schöpferische Höhe ist dann nicht mehr gegeben, das wurde ja jetzt schon festgestellt, aber inwieweit dann halt dieser Investitionsschutz dann halt überhaupt noch sinnvoll ist. Die Verhandlung hat jetzt auch im November, Ende November stattgefunden. Genau, gibt es auch nochmal von meinem Kollegen Volker Trippen relativ auch im Dezember beim Netzpolitischen Abend Hamburg gibt es auch noch ein Video dazu, könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe angucken. Interessant vielleicht, nochmal vielleicht eine Folie zurück, interessant dabei ist, dass auch die Bundesregierung übrigens geladen war beim Bundesverfassungsgericht und hat auch eine Stellungnahme abgegeben und da hat uns doch sehr verblüfft, dass auch die Bundesregierung zumindest in die, also wir haben jetzt nicht das Wort Fair-Use-Klausel benutzt, aber ist zumindest argumentativ da doch relativ bei uns gewesen, dass es eben sowas wie Fair-Use-Klauseln geben soll. Das wird ganz interessant, denn auch in Europa steht ja jetzt die Urheberrechtsreform an. Die sollte jetzt eigentlich 2016 dann so langsam beginnen. Also ganz klar ist noch nicht, in welche Richtung es gehen soll, Richtlinie, Verordnung, wie auch immer. Und da wird dann sicherlich auch interessant sein, wie sich dann die Bundesregierung im Ministerrat entsprechend positioniert. Und dann noch ein ganz nettes Projekt, was wir seit jetzt auch anderthalb, ja fast zwei Jahren auf den Weg gebracht haben. Das ist unser Jugendprojekt Sicher und Bewusst im Netz heißt das. Hier geht es darum, dass wir Jugendliche im Wedding immer mal heimsuchen und ihnen erzählen, wie der Umgang mit sozialen Netzwerken denn vorteilhafter gestaltet werden kann. Wir sind da in Jugendeinrichtungen, Haus der Jugend oder auch in Schulen gewesen und haben da eben an so Projekttagen in der Herbert-Huwe-Schule mitgewirkt oder eben auch SOS-Lernoase, andere Einrichtungen und machen da immer so Workshops mit den Leuten oder gehen halt eben direkt zu den Jugendlichen hin und spielen mit denen ihren Handys gemeinsam rum, um da eben Privatsphäre-Einstellungen vorzunehmen. Das ist ganz nett und das ist zum Beispiel dann sowas, was dabei rauskommt, dass dann die Jugendlichen dann halt solche Plakate zusammenmalen und genau, das ist ein ganz nettes Projekt. Darüber hinaus beschäftigen uns natürlich noch viele, viele andere Themen, TTIP, auch hier haben wir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr als Folge noch aus den ACTA-Protesten Informationsfreiheitsklagen geführt, die natürlich dann ähnlich wie TTIP eben nochmal verdeutlichen, dass es unheimlich schwierig ist, überhaupt an Verhandlungsdokumente heranzukommen, sich dann entsprechend auch auf hohem Niveau in die Debatte einzubringen. Weiteres Thema ist Massenabmahnung, das uns beschäftigt. Hier haben wir es geschafft, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hat, beziehungsweise die ersten Schritte hin zu einem Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Denn diese Praxis der Massenabmahnung, also wegen Urheberrechtsverletzungen, dass dann Anwaltskanzleien Serienbriefe an Leute rausschicken, die dann vermeintliche Urheberrechtsverletzungen begangen haben, wir auch für europarechtlich schwierig halten. Auch hier folgt uns die EU-Kommission offensichtlich weitgehend in unserer Argumentation. Weiteres Thema ist für uns Exportkontrollen von Überwachungstechnologie. Das wird auch beim nächsten netzpolitischen Abend hier im Februar nochmal ein Thema sein. Netzsperren, dann gab es das Safe Harbor-Urteil vom Europäischen Gerichtshof im letzten Jahr, was auch interessante Folgen hat für den transatlantischen Datenaustausch. Auch hier werden wir schauen, wie es weitergeht. Im Grunde sind ja die Vorgaben relativ klar. Entweder Serverfarmen in Europa bauen und die Daten in Europa nach europäischem Recht speichern oder eben keinen Datenaustausch.
Wir verfolgen natürlich weiterhin die Ziele, die in der digitalen Agenda von der Bundesregierung formuliert wurden und bringen uns dann natürlich auch weiter in die Debatte ein. Wir hatten ja auch eine alternative digitale Agenda geschrieben, nachdem dieses Werk der Bundesregierung ja doch an den meisten Stellen relativ vage und mau geblieben ist. Aber selbst die relativ dünn gesteckten Ziele der Bundesregierung sind ja nicht wirklich erreicht, siehe WLAN-Störerhaftung. Und auch beim Breitbandausbau sind ja jetzt die entsprechenden Vorstoß mit Vectoring ausbauen und sowas jetzt nicht unbedingt besonders dienlich, um tatsächlich einen Breitbandausbau voranzutreiben. Auch ein wichtiges Thema, was uns seit vielen Jahren beschäftigt hat und jetzt in die finale Phase geht, ist die Europäische Datenschutzverordnung. Auch hier haben wir in der Vergangenheit viele Kampagnen geführt. Jetzt ist es so, dass eben der Innenausschuss des EU-Parlaments sowie der Ministerrat sich auf eine Position geeinigt hatten. Wir hatten gemeinsam mit anderen NGOs bestimmte rote Linien definiert, die wurden leider nicht komplett eingehalten, so wie wir das wollten. Auch der ambitionierte Vorschlag, der tatsächlich ambitionierte Vorschlag der EU-Kommission, wurde in den Verhandlungen vom Ministerrat vor allen Dingen und dem Lobbydruck eben dann nochmal zerflattert. Die Abstimmung ist jetzt eben auch dann Anfang des Jahres zumindest geplant und das Entscheidende, was ich zumindest versucht habe, hier ein bisschen rüberzubringen, ist, dass halt wir sehr, sehr lange an Themen arbeiten, also dass wir halt oft Kampagnen starten, die eben schon viele, viele Jahre laufen, bis dann halt tatsächlich mal es zu Ergebnissen kommt. Zuweilen verlieren wir dann halt auch krachend die Vorratsdatenspeicherung. Und auch bei der Datenschutzreform muss man sagen, dass wir da jetzt nicht das Optimum rausgeholt haben. Aber es ist eben wichtig, lange an den Themen dran zu bleiben, konsequent an die Themen zu bearbeiten und vor allen Dingen eben auch sich entsprechend über einen langen Zeitraum in die Debatte einzubringen und nicht immer nur sozusagen in fünf Minuten Aktionen aktiv zu werden, sondern eben tatsächlich kontinuierlich an Themen zu arbeiten. Deswegen brauchen wir eben diesen langen Abend, um die digitalen Grundrechte zu verteidigen. So, das war's dann auch. Der lange Jahresbericht, also wo die anderen Themen, die wir jetzt hier nur kurz angerissen haben, nach ein bisschen ausführlicher behandelt werden, gibt es dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen bei uns auf dem Blog. Und dieses Video wird es ja dann auch auf YouTube ab morgen geben. Da wird es dann auch in der Videobeschreibung nochmal ein paar Links geben zu anderen Vorträgen von Netzpolitischen Abend, wo die Themen nochmal etwas ausführlicher behandelt werden.